Hallo, heute machen wir wieder ein bisschen Unwetterfotografie und neben der Tatsache, dass ich ein paar Bilder mache, wollte ich auch mal ein neues Spielzeug ausprobieren. Nämlich diesen Gimbal, der theoretisch sogar in der Lage ist, mir ein bisschen zu folgen. Und jetzt vermutlich nur beobachten kann, wie es hier im Hintergrund immer ungemütlicher wird. Wir haben da in die Richtung gerade schon ein paar Blitze gesehen. Und das scheint jetzt in diese Richtung zu kommen. Wie man sieht, stehe ich auch leicht im Regen. Und ich vermute, ich werde hier nicht mehr lange stehen bleiben können, weil wenn das hier noch weiter regnet, dann wird das mit dem Blitze fotografieren wohl nichts. Die Wolkencloud ist jetzt mittlerweile über uns drüber gezogen. Ich habe mich deswegen ins Auto gesetzt, weil es ganz heftig angefangen hat zu regnen. Draußen ist jetzt an Fotografieren nicht zu denken. Und ich habe ein paar Blitze gesehen, aber nicht viel. Aber mich jetzt hier auf die Lauer zu legen, das würde jetzt nur mit einem ND-Filter gehen. Und dafür regnet es einfach zu stark. Und auf dem freien Feld jetzt irgendwie Regenschutz aufzubauen, wenn man Blitze gesehen hat, ist natürlich auch eine ganz dumme Idee. Ich sitze deswegen jetzt mal ein paar Minuten im Auto. Draußen regnet es, wie gesagt, heftig. Und ich habe eigentlich die Hoffnung, dass das ein bisschen weniger wird. Dann kann ich vielleicht noch ein paar Aufnahmen machen, wie die Wolkencloud sich über das Land schiebt. Das könnte vielleicht ganz interessant aussehen. Aber ich befürchte fast, so wie das hier regnet, wird das in den nächsten paar Minuten nicht besser werden. Und dann werde ich mir wohl entweder einen anderen Standort suchen müssen oder für heute aufhören. Ja, wie man gerade in dem Schwenk gesehen hat, hat sich der Regen gehalten. Die Wolkencloud hat sich aufgelöst. Und deswegen ist für heute leider nichts mehr mit guten Fotos. Ich werde also jetzt einpacken und werde nach Hause fahren. Danke fürs Zuschauen und noch einen schönen Abend.